Und da wären wir wieder zu Hause bei der Base mit einem Torpedosystem, das ausgebaut wurde. Das heißt, wir kommen jetzt daran. Sehr schön, wir können das essen. Nein, wir werden nicht das tolle Plankton essen, das wir mühsam aus 400 Meter Tiefe rangeholt haben. So, Platin sollte... Ja, auch genug. Warte, wie viel brauchten wir? Wir haben 7, brauchten wir nicht 8? Ne, wir brauchen 6. Ist okay. Tun wir das Plankton erstmal damit rein. So, wir hätten gerne ein Bioprocessor. Und es reicht an Ressourcen. Sehr gut. So. Magnetit haben wir auch genug. Enameled-Glas scheinbar auch. Bei dem Platin-Sammeln ergibt sich das, dass man zwischendurch diese Zähne einsammelt. Das sollte also okay sein. Also für das Enameled-Glas. Die Zähne sammelt man sonst ja nicht mehr ein. Genau, also Bioprocessor. So, wir müssen da jetzt Sachen reinlegen. Das heißt, wir müssten wissen, was wir reinlegen müssen. Wir brauchen, das ist Chemistry, das ist nicht das. Das ist der Bioprocessor. Wir brauchen erst einmal dieses Lysing-Enzyme. Für alles. Okay, das heißt, wir haben das Ding jetzt gebaut, aber wir benutzen es gar nicht. Sondern wir bauen erst einmal die Lysing-Enzymes. Und für die brauchen wir Bacterial Samples. Und für die brauchen wir das Plankton. Und Sea-Crown-Samples plus die Feces-Geschichte. Okay, Sea-Crown... Das hatten wir mal in... Also das steht hier auch rum und so, aber das hatten wir in einer Time Capsule gefunden, richtig? Das Ding, was hier angebaut wurde. 4, 5, 6, 7. Okay. 7 muss erstmal reichen. Ah, ja, einfach alles in diverses reinschmeißen, das werden wir eh vercraften. Das Torpedo-Ding darf ich nicht vergessen, wieder reinzubauen. Das ist echt ein bisschen frickelig, dass man nicht beides gleichzeitig haben kann irgendwie, aber ja. Können wir das jetzt schon craften? Ja. Also wir könnten direkt auch dahin gehen, aber ich will nichts überspringen. Nicht, dass da irgendwas nicht freigeschaltet wird oder was auch immer. Also, stell ein bisschen Feces-Pumpe hier. Gut. Stell Bacterial Sam... Okay, warte, wir müssen noch eine... Oh, ich habe Factorio-Vibes. Wir müssen jetzt... also aus einem Plankton... Warte. Hab ich jetzt gerade... Oh ja. Ich hatte ganz kurz das Kabel rausgerissen vom Mikrofon. Das war nicht gut. In meiner Euphorie. Ich hoffe, das ist jetzt alles okay. Also, wir haben ein Bacterial. Und aus einem Bacterial... Nee, aus einem Plankton machen wir 3 Bacterial. 1 zu 3. Dann haben wir 3 Bacterial Samples. Das müssen wir gleich craften. Und aus 2 Bacterial Samples machen wir 4 Enzymes. Das heißt, wir machen aus einem Plankton 6 Lysing, richtig? Eins zu drei. Und da verdoppelt sich's. Ja. Also aus einem Plankton 6 Stück. Wir haben jetzt gerade 8 oder so Plankton. Also wir haben ordentlich was an Lysing. Das ist gut. Es gibt noch eine... Das ist nicht wirklich besser. Das ist nur anders. Das Ding hier. Aber da haben wir keine Schiffelsäure für. Ja. No power. Also das ist ein Problem, oder? Haben wir noch Solar Panel? Also allgemein hat unser Computersystem, also unser PDA ist ja mit allem vernetzt, ein Problem mit verschiedenen Energiequellen. Also wenn man Solar Panel hat wie hier und das Thermalenergie-Ding von unten, manchmal versucht sie dann zu craften mit einem Solar Panel, obwohl sie eigentlich auch Zugriff auf das untere hätte. Also es ist keine gemeinsame Quelle quasi. Das ist ein wenig komisch. Nochmal. Okay.
Fusing Enzyme. 4 Stück. Sehr schön. So, und damit machen wir jetzt hier drin was. Was genau wollen wir da drin dann machen? Ach so, das Shaped Azurite hatten wir übrigens doch noch nicht gefunden. Da ist Riley jetzt oben. Also bei der Suche, das war vor 1-2 Tagen, bei der Suche in dem alten Degassi-Gebäude, in dem 250 Meter Ding, da ist er jetzt einmal nach oben gegangen und da war er vorher noch nicht und da hat dann das Shaped Azurite gefunden. Da haben wir jetzt auch ein Rezept für. Also wir könnten aus 9 Azurite ein so ein Shaped machen. Und aus 5 Shaped könnten wir eine Refractive Lens machen. Aber das überleben wir nicht. Das wäre so dermaßen. Also man könnte es theoretisch machen, aber es wäre super schmerzhaft für Riley. Und da müsste er sich sehr stark überwinden. Also es ist nur eine absolute Notfalllösung. Es bleibt weiterhin das Ziel, dass wir irgendwo Batterien finden. Also bisher war ja der Verdacht, dass man aus sowas dann vielleicht irgendwie später die Batterien machen könnte. Aber ja. So, dann haben wir noch Honeycomb Composite Plating. Das braucht die Fiber. Die Fiber braucht Benzen. Benzen könnten wir in dem Ding herstellen. Aerogel können wir schon so herstellen. Noch irgendwas? Wo sind die einigen Rezepte? Hier. Lubricant wäre nur praktischer. Carboxylic wäre nur praktischer. Hydrochloric? Das haben wir bisher noch nicht aus den Deep Shrooms. Wir haben aber auch keinen Verwendungszweck dafür. Benzen haben wir gerade gesehen für dieses Material. Chlorin wäre nur einfacher. Luminol? Das hatten wir definitiv schon mal gesehen irgendwo. Sollen wir vielleicht lieber bei Ausrüstung gucken, ha? So, das Ding braucht viel zu abgefahrenes Zeug. Das Teil da. Synthetic Fiber. Und für die Synthetic Fiber bräuchten wir das Benzen. Das können wir machen. Also wir könnten einen Stillsuit herstellen. Dadurch verbrauchen wir weniger Wasser. Aber vielleicht schaltet das ja auch irgendwie den Electrosuit frei, den wir hier brauchen. Oh ja, wir wurden von einer Subroutine des PDAs angestupst, dass wir vielleicht doch mal Sachen, die mit Elektronik zu tun haben, scannen sollten. Wie die Aale in der Kush-Zone. Da sind ja so eine Elektroaale, wenn wir die scannen, vielleicht kriegen wir dann irgendwelche Infos über den Suit. Das klingt sehr sinnvoll. ja, schauen wir mal. Also Stillsuit. Die ganzen Tools, da fehlt halt echt nur die Batterie. Okay, und dieses Arvolit, aber das haben wir noch gar keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Brownsuit-Sachen bringen uns nichts, Cyclops-Sachen bringen uns nicht. Die Seamoth Perimeter Defense, die klingt sehr gut. Da brauchen wir aber Polyanilin für. Polyanilin. Braucht I-Flame Core. Da haben wir auch keine Ahnung, was es ist. Ja, heißt, wir haben diese schöne neue Maschine gebaut und das Einzige, was wir machen können, ist ein Anzug, der unsere Körperflüssigkeiten recycelt. Scheinbar. Okay, also Benzen. Blood Oil 4 Stück und 5 von diesen Enzymes. Das ist ganz schön viel für ein so ein Ding. Also stell bitte nochmal... Oh, was fehlt? Mit weniger Zwischenschritten. Dich und... Okay, warte. Du bist doch aktiv. Wir haben 3 verfiebte Energiequellen hier drin. Was war das mit dem Battery Pack? Du. Ja, wir können es einfach so komisch schräg in den Weg stellen, aber das will ich auch nicht unbedingt. Besseren Platz dafür. Naja, komm. Sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. 1000. Das ist gar nicht so viel mehr. Und es füllt sich irre langsam. Geht fast. Fast. Ja, okay. Also, wir haben dann hoffentlich jetzt eine Quelle, wo
ganze PDA ordentlich drauf zugreifen kann, was Strom angeht. Wie kam ich jetzt da drauf? Achso, weil es eben gerade wieder nicht funktioniert hat, ja. Du. Du. Was fehlt da jetzt? Okay, wir müssen mehr Köttel sammeln. Ich habe jetzt primär rübergeschleppt Magnetit und Platin und solche Sachen. Nicht genug davon, das ist schade. Wirf das mal alles auch wieder hier mit rein. Heißt, wir müssten jetzt eigentlich wieder zu den Sea Stridern. Und da weiter rumsammeln. Oder aus der Basis die Sache einfach holen. Aber das wäre zu langweilig. Nein, wir gehen jetzt mal. Tam, tam. Hey, Mottchen. Du musst kurz wieder rein. So. Bekommst deine Torpedos zurück. Ja, ganz viele Prawn-Sachen. Nein, Sona hast du, glaube ich, noch. Dafür haben wir das komische Augending nicht. Ich wollte eigentlich die hier herstellen. Wir haben kein Titan. Wow. Okay. Das kommt mit auf die To-Do-Liste für Riley zwischendurch. Schrott einsammeln. Nein, ich würde jetzt ganz gerne in die Kuschzone und dem Vorschlag der PDA-Subroutine nachgehen. Und schauen, ob wenn wir einen so einen Aal scannen, ob wir da irgendwelche neuen Infos bekommen oder gleich. Nordosten ist richtig, richtig? Ja, ein Ticken weiter östlich. So, wie viel Schuss haben wir? Können wir gerade hier gar nicht sehen, ne? Nope, nope, ja. Wracks angucken ist gefährlich. Rockets klein. Gehen ein bisschen weiter runter, damit wir auch sehen, wenn wir in der Kuschzone sind. Das ganze Scrap-Zeug. Warte, das war ein Teil von irgendwas, ne? Ha. Kann man später zerlegen. Für Titan. Hm. War wieder so ein etwas stämmiger Fischer. Hi. Das ist Pilzgebiet und da ist so ein Aal. Perfekt. Dann park doch mal dich hier. Mehrere davon. Haben wir die schon gescannt? Wo ist der andere hin? Gibt es davon verschiedene Arten? Ich hätte die irgendwie dunkler und blaue Erinnerung. Wir kriegen bisher keinen Au! Ja, nein, okay. Fuck. Das tat weh. Wir wurden ausgetrickst. Der eine war Ablenkung, der andere hat uns flankiert. Also den konnten wir scannen, aber erst nachdem er irgendwie stinkig war. Bin mir nicht ganz sicher, wie, was, warum und so. Backup-Tank ist voll. Wir haben keinen Backup-Tank, okay. Klitzekleines Problemchen. Also wir haben genug Zeit, aber es könnte später zu einem Problemchen werden. Zurück zur Motte. Und nochmal heilen, bitte. Wir könnten mit dem Torpedo versuchen, einen davon sozusagen zu stunnen. Dass er in dem Strudel gefangen ist. Hätten wir bloß eine Stase-Gun, das wäre alles viel, viel einfacher. Welcome aboard, Captain. Wow. Dazu.
Hm. Können aber so eins töten mit Torpedos und dann zu scannen. So ganz auf mit dem Töten. Ich glaube, das verwirrt ihn nur. Okay, ich versuche nochmal ihn zu scannen, ohne dass er... Was war das? Richtig nah ran. Genau, mit seinem Hinterteil erwischt er uns. Den Kopf müssen wir scannen und sobald er sich so umwuselt, versuchen wir uns mit dem Schwanz zu erwischen. Oh, ja, eine Blueprint. Wo ist mein Motte? Nicht meine Motte kaputt machen. Geh. Und weg. Jo. Ich glaube, die machen die Pilze irgendwie kaputt mit dem ganzen Strom. Da platzt immer irgendwas. Hauptsache weg. Weg. Tiefer ins Pilzgebiet, weil im Pilzgebiet sollten eigentlich weder Haie noch Amp-Eels oder sonst irgendwas sein. Die kommen von außerhalb, von der Kuschzone. So, war das jetzt wirklich der Anzug? Was braucht der Anzug? Das ist nicht der Anzug. Das haben wir gerade gelernt. Amp-Eel-Antenna. Draw small amounts of power from passing Amp... Du mich auch! Genau. Draw small amounts of power from passing Amp-Eels to maintain power in a sea base. Most effective at short range. Not capable of sustaining high power loads. Can also be placed in an ACU containing Amp-Eels with a significant reduced effect. Ja, natürlich. Ich baue meine Basis einfach in dem Biom von diesen Aalen, die unsere Basis zerdeppern können. Und ich benutze die Aale als Energiequelle. Das klingt sehr gut, langhaltig, funktionierend und überhaupt nicht die Basis und uns selber zerstörend. Nö, überhaupt nicht. Gut. Also die Idee war gut, dass wir so eventuell, ne, an diesen Electrical Suit drankommen. Haben wir die Azurite-Kristalle eigentlich schon mal gescannt? Wo wäre hier der nächste Spot mit Azurite-Kristallen? Da unten bei dem... Nicht hier... Eventuell auch, bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir sicher. Gehen wir mal nach Norden. In Richtung Mountains. Da müssen wir nur vorsichtig sein wegen dem komischen Reaper. Oh. Und checken dann, ob wir das Azurite gescannt haben. Also wir könnten theoretisch auch hier drin irgendwo durchgucken. Zählt das unter Geological Data? Müsste eigentlich, ne? Das ist keine Fauna, da ist der Ampel. Electrical Prongs, Jaw, Avoid or Incapacitate, ja. Series. Ja, nee. Wir gucken einfach mal hin. Das sollte okay sein. Kleinen Bogen, das Riesenwrack.
Bei Piranha. Bei Piranha. Hier ist noch eine Seetang-Ecke. Ein bisschen weiter rechts. Also wir können auch ruhig unten bleiben. Wir müssen gar nicht hoch. Damit wir sehen, wenn irgendwo so ein Reaper in der Nähe ist. Hören wir das eigentlich, wenn wir in der Motte drin sind? Also wenn wir normal draußen rumschwimmen, hört man sehr leicht, wo Reaper sind und wo nicht. Ich glaube, in der Motte nicht. Ich suche jetzt gerade... Also das müsste der Fuß von, genau, von der Insel sein. Und hier sollte jetzt unten irgendwann in die Höhle sein, wo das Purple Tablet runtergefallen ist von den zwei Typis da. Da ist schon mal ein Warper. Und hier waren auch irgendwo... Ja, das sind... Fuck. Wir gehen. Das sind die großen Kristalle, die meine ich nicht. Hier waren noch irgendwo lose kleine Kristalle. Wir hätten die Motte nicht mit hierher nehmen sollen. Ja. Aber jetzt kann ich sie auch hier nirgendwo stehen lassen. Das war sehr Rotes. Diese rote Topfpflanze? Ja. Ich dachte, hier wäre das eben gewesen. Da sind die Würfel. Irgendwo haben wir doch hier einen gezwiebelt bekommen. Ah, wir hören es. Okay, ein Reaper ist in der Nähe. Ja, da. Okay. Park dich mal hier irgendwo. Du tust uns nichts, wir tun die nichts. Weg. Riesenarsch, wir sind fast tot. Weg. Wir verlassen das Haus nie wieder ohne 5 oder so Medpacks. Fliegt nochmal. Es gab kein neues Blueprint. Also wir haben Infos über das Azurite bekommen, aber wir haben kein neues Blueprint. Das ist schade. Haben wir so ein Ding schon mal direkt aufgehoben? Dann haben wir nur dieses Shape-Ding. Ist was für ein andermal. Databank. Azurite. Oh Gott. Azurite. Found exclusively around certain thermal vents. These exotic crystals, despite having a similar... In der Nähe von Vents? Okay. Despite having a similar gross molecular structure to common quartz, have electron distributions more commonly seen in metallic elements. This material can only form under very particular circumstances, specifically where superheated mineral-rich water is injected into cold water. In the absence of dense flora which would absorb, or fast currents which would disperse, the minerals before they can recrystallize. During this recrystallization process, many of the material electrons are temporarily trapped within the crystal structure in a higher energy state. The light emitted by these deposits originate from those electrons, the crystal structure dropping back into the ground state, releasing a photon in the process, also Licht. While they remain energized, these electrons imbue the crystal structure with both highly electrical and magnetic conductivity, allowing it to channel and reflect fields of the same. This arrangement also makes the crystal fairly unstable. Careless handling can result in violent fracturing, which destroys the aforementioned structure and releases a large amount of energy. Das haben wir gemerkt. Vielen Dank. Wir haben leider keinen neuen Suit. Nein, keinen neuen Suit.
Sei es drum. Also, Riley geht jetzt nach Hause, hängt sich an die beiden Medizinschränkchen und kramt jedes Mal ein neues Pack daraus, sobald es rauskommt. Also heilt sich hoch. Und dann sammelt er in der Nähe der Basis diese Schrottteile, mit denen die Stalker da mal rumspielen, damit wir genug Titan haben. Weil wir haben ja scheinbar genau die Dinger. Das mache ich jetzt nicht hier, weil hier sind scheinbar immer noch Warper in der Nähe. Denn wir haben anscheinend ein Titanproblem zu Hause. So, und dann geht er auch noch zurück zu den Sea Stridern, um da mehr Feces einzusammeln. Also in der Base ist schon einiges an Feces, das haben wir noch nicht mitgenommen. Also die Feces dann wieder hier herübertragen, damit wir hier dann wieder mehr von dieser Pumpe machen können, um daraus dann wieder mehr von dem Lysing-Enzym zu machen. Und damit machen wir dann nächstes Mal zusammen eine Flasche Benzen. Und mit dem Benzen können wir die komischen Fasern machen. Und mit den Fasern können wir den Stillsuit machen, wodurch wir kein Wasserproblem hätten, so wie jetzt gerade. Genau. Das ist der Plan. Also ein bisschen was muss er ohne uns machen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn er alles beisammen hat für das Benzen.